einfach mal hier einfach mal, mal Holz fällen auf die andere Art. Jetzt habe ich natürlich. Okay. Schmeißt du den wieder raus. Wen soll ich töten? Die kommen zurecht. Hier kommen wir hier mit nach oben. Mann. Und hier. Boah, der war jetzt aber schnell kaputt. Gut, der rennt hier rum, repariert alle. Jetzt wollte ich ihn gerade schon loben. Macht er wieder nichts, der faule Hund. Schlimm. Abgeschlossen. So, jetzt gehen wir hier hin. Ja. Und ja, doch, hier sollen jetzt genug stehen. Also, wenn ich da noch durchkomme, dann ist aber, ne, dann ist. Alles klar. Dann ist Polen offen. Wahlweise meine Grenze. Aber gern, Meister. So. Ja, bleib. Nein, doch, den nehmen wir mit hier hoch. Und was machst du denn da? Da drauf. Ich möchte anmerken, das Katapult ist aus Holz und obwohl es brennt, geht es nicht kaputt. So. Das fahren wir erstmal wieder in die letzte Reihe. Wohin soll ich gehen? Und immer hier geht mal hier nach vorne. Ich kann nicht mehr fahren. Ach, der Grunzer ist auch da. Ja, wunderschön. Komm, fahr durch. Kriegshäuptling. Und hier geht's weiter. Hoffe ich zumindest. Ah, ich glaube, die sind immer noch dezent sauer auf uns. Ja, weg von den Leuten. Mist, der hat's kaputt gemacht. Was soll ich denn? Ah, Moment, ich kann mich hier mit reinigen, kann ich doch hier das von den Leuten runternehmen. Ah, okay. Kann ich hier zu kaufen? Arbeit abgeschlossen. Rolle der Hai. Oh, um Gottes Willen, ja. Ich investiere jetzt einfach mal, weil ich so unverschämt bin und so Mr. Neureich. Flitzen wir doch gleich mal hierher. Arbeit holen abgeschlossen. Uns und holen uns und holen uns. Zwei Rollen der Heilung. Ich kann nicht mehr warten. Und zack. Ah, schaut schon viel, viel besser aus. Kriegshäuptling. Oh, noch mehr Furbox. Oh nein, und das sind wieder die Großen. Also der Große. Zum Glück haben wir zwei Rollen gekauft. Und zack. Oh, ein Anti-Magie-Zack. Verleiht dem Helden 15 Sekunden lang Immunität gegen magische Zauber. Ach komm, Schnauze und Ex. Und eine Rolle der Heilung für alle. Und trotzdem wird er gleich sterben. Na gut. So, da von dem Furbox ist auch schon einer gestorben, immerhin. Ah, schade, die haben nur eine mittlere Rüstung. Normalerweise eine leichte. Weil sie, wenn sie mit den Stichangriffen direkt den Kerl umschießen können. Mensch, ihr... Oh, Clown ist angegriffen. Plus 9. Kannst du gleich mal schnappen. So. Oh, boah. Meister. Okay, alles klar. Achso, halt, hier ist der Medizinmann. Stasisfalle, unsichtbaren Schutzzauber herbei. Der feindliche Landeinheiten. Ach, bla bla bla. Komm, das da. Das ist eine gute Wahl, Mann. Stimmt, hätte ich eigentlich lieber vorne reinstellen können. Ich schlauer Junge. Na gut, macht nichts. Und vielleicht bin ich auch ein Mädchen. Hm, man weiß es nicht. Arbeit, Arbeit. Ja. So. So, bevor mich der Gallner gleich wieder anruft und haut, ich schaue schon drauf, dass die Leute hier wieder arbeiten gehen. Und ja, ich werde es ihm jetzt noch 250 Mal nur die Nase reiben, aber ist ja alles aus Spaß. Behaupte ich zumindest. Arbeit, Arbeit. Ach, kann ich eigentlich hier nochmal... Nein, das ist schon die Festung. Das ist schon, glaube ich, also nicht die höchste Stufe, aber zumindest die höchste verfügbare Stufe momentan. Nun gut. Katapult nehmen wir trotzdem mal mit. Ja, komm, jetzt haben wir aber auch genug Geld gespart. Jetzt brauchen wir hier mal ein paar Truppen. So kann es ja hier nicht weitergehen. Das da nehmen wir mal wieder raus. Und... Ja, hier, um Gottes Willen, davor habe ich auch noch nichts. Ich bin ja wieder hier superst unterwegs. Da habe ich einen verloren, können wir gleich noch einen zweiten dazu holen. Und Räuber natürlich auch. Oh ja, trotzdem noch ein ja, doch, komm. Vier Grunze einstecken, Dankeschön sagen. Und hier. Schaman-Adeptenausbildung. Zwei Schamanen noch dazu. Obwohl, brauche ich Schamanen? Ich vergesse. Nee, komm. Schamanen sparen wir uns jetzt mal. Forschen können wir es trotzdem noch. Weil ich vergesse eh wieder den Schamanenzauber einzusetzen. Das sind die Wurstfinger leider zu dick, um hier irgendwelches Mikromanagement zu betreiben. Ich gebe es ja zu. Endlich. Ja. Schildkampf. Obwohl der Kampf rauscht. Der geht, glaube ich, automatisch. Na gut, schauen wir mal. Wie ihr meint. Oh, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt kommen wir doch nicht hier bei. Ah nee, schau da, abgedingst aus. Nach. Abgetrennt. Wer bist du denn? Endlich.
Muss ich's halt bringen? Boah, hat den fast getötet mit einem Schlag. Nicht schlecht. Ich denk drüber nach. Boah, da wird die Trefferpunkte um 300 getragen. Jetzt hier die ganze Zeit findet man keine Items und jetzt geht's hier auf einmal los wie die Seuche. Ach, und das ist ja auch das Portal, was wir vorhin hier gesehen haben, in diesem Clip, wie die hier anmarschiert sind. Ah, okay. Okay. Okay, so viele. Wonach sind ihr Leute zum Ausritt? Wir nehmen den da mit und wir nehmen den da mit. Und die da nehmen wir mit. So und so und so. Braucht ihr was? So und so. Du bleibst erstmal hier. Oder hier. Er hört den Ruf, dann ist gut. Dann ist gut, wenn er ruft. Aber trotzdem sehr cool synchronisiert auf jeden Fall. Muss was getan werden? Meine Meinung. Meiner Meinung nach zumindest. So. Also wenn ich so weiterbaue, dann kriege ich auch die ganzen 15.000 Holz runtergeschmolzen. Ich sehe es kommen. Arbeit. So, kommen dann auch die Leute durch? Ja, wenn wir sehen, du versuchst mal wieder einen abreißen. Wird schon irgendwie funktionieren. Ja, komm, greift an. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Ich habe eine Balliste dabei. Habe ich irgendwie... Ja, doch. Hier, kommt her. Ich glaube fast die Balliste, wenn sie nicht auf die Distanz schießen können. Kaputt machen können. So, und hier gleich mal rausgegangen und die, oh, bist du auf, du Ballistending. Und, boah, Unverschämtheit. Sacre bleu, würde der gebildete Franzose jetzt sagen. Oder der Vornehme. Nicht über die gebildete, aber vornehm. Vornehm passt. So, Arbeit abgeschlossen. Genau, du bist der Reparaturhans vorher, hier aber wieder ein Hinsitz. Das kann ich. Unverschämtheit, Belagerungswaffen zu nehmen. Wonach sind ihr euch? Unverschämtheit. Gut, ich habe auch einen Katapult dabei, aber bei mir ist das was anderes. Oder bei uns. Zack. Ich kann nicht mehr warten. Oh, müsstest du aber, weil wir haben hier Medizinmänner. Ach, verdammt. Das ist eine gute Wahl, Mann. Arbeit abgeschlossen. Oh, ich sehe gerade, die können ja noch kaputt machen, wenn sie wollten. Was haben wir hier noch? Ein großer Heiltank. Jetzt rüstet den Kerl aber aus, du. Endlich. So, und ihr könnt auch gleich hier hinterher marschieren. Gott, wo kommen wir denn da raus, sag mal? Vor allem, wieso ist es den Nachtelfen nicht aufgefallen? Ich denk drüber nach. Ich hab gedacht, vielleicht können wir den Nachtelfen bloß umgehen, aber irgendwie. Was ist denn hier los? Endlich. Arbeit abgeschlossen. Ich kann nicht mehr warten. Komm, mach hier mal den da. Einreißen den ganzen Mist. Feuerkugel. Fügt deinen Angriff ein. Zusätzlichen Feuerschaden von 5 hinzu. Moment. Das kenne ich doch irgendwo her. Ob es derjenige selber hier abgesetzt hat? Die Feuerkugel. Ich glaube es kaum. Na komm, aber gern. Hans Wurst, reparier das. Ja. Hier. Ja, doch, komm, das reicht jetzt. Aber was machen wir jetzt mit denen so lang? Ach, gehen sie, sollen sie, Goldfällen gehen. Ich höre den Ruf. Ja, Kriegshäuptling. So, dann schauen wir uns hier mal um. Was ist hier los? Verstanden. Ein weiser Plan. Den Kriegshäuptling habe ich natürlich wieder vergessen. Ich sehe nämlich nach Heilung. Da ist Dingo. Oh, und er ist Stufe 8. Der legt aber hier echt los, ne? Wahnsinn. Ja, wie weit drin der geht das denn? Ist ja nicht normal. Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling? Oh, ein Brunnen der Gesundheit. Was ihr wolle. Gleich mal hier hin. Was? Ihr und damit wir jetzt lang warten müssen, können wir hier gleich nochmal so ein Dings aufstellen. So, freie Heilung für alle. In der Zeit. Wie schaut's denn hier unten aus? Eigentlich ganz gut. Ja. Muss was getan werden? So, du bleibst einfach mal hier und reparierst alles. Und jetzt habe ich hier natürlich keinen, der am Reparieren ist. Egal, hole ich mir einfach wieder einen von da dazu, wenn es sein muss. Problem gelöst. Ich kann nicht mehr warten. Will jemand vielleicht mal, wenn wir gerade schon am Brunnen stehen, das Katapult löschen? Nein, endlich. Wieso denn? Hält schon aus. Oh, na dann. Wie kann ich helfen?
indem du weiter marschierst. Kriegshäuptling? Wie ihr meint. Dafür bin ich. Ich bin dafür, wir laufen gesammelt rein. Ja, Kriegshäuptling? Oh, ich habe ihn vergessen. Das ist es, Mann. Die dunklen Energien kommen aus diesem Teich hier. Elende Orks, die brennenden Meister überließen diese Quelle unserem Schutz. Ihr seid nicht würdig, dies dunkle Wasser zu trinken. Ich weiß nicht, was ihr seid oder wem ihr dient, aber niemand stellt sich mir in den Weg. Was kann treffen? Wie kann ich dienlich sein? Nicht mehr wach. Und wir sind am Brunnen. Große Macht geht von dem Teich aus. Doch spüre ich den Gestank eines Dämonenfluchs darin. Ich bin schon verflucht. Wenn dies Wasser den Sieg über Cenarius bringt, trinke ich es. Nein, das widerspricht allem, was uns der Kriegshäuptling lehrt. Die Wut darf nicht wieder über uns kommen. Nein, Krieger! Wir müssen uns ihr öffnen! Wir müssen Boten der Zerstörung werden, wie es uns vorbestimmt ist! Ach komm schon, nein! Ja, ich spüre die Macht wieder! Kommt, meine Krieger, trinkt von dem dunklen Wasser und werdet wiedergeboren! Na, das ist ja ganz klasse. Was? Ach ja, stimmt, die Trolle geht es ja gar nichts an, weil die Trolle waren ja nie im in irgendeinem Legionsbündnis oder Pakt ich dabei. Denk drüber nach. Ja, das ist ja ganz klasse. Okay, also von den Schadenswerten her doch ordentlich. Endlich. Chaos Orks ziehen bei allen Rüstungsarten einschließlich der göttlichen Rüstung von Cenarius volle Schadenswirkung. Okay. Chaos Grunze. Ach du Schande. Ja, die schauen jetzt auf einmal sehr, sehr freundlich aus. Was ist jetzt auch mit den Peons? Wo ist denn eine? Wo sind alle weg? Tatsächlich. Ich hab die auch alle vom Blut gesoffen. Sehr lecker. Aber das war auch das Blut. Diese Kreaturen setzen uns schwer zu. Und ihr Halbgott lauert immer noch im Wald. Wie können wir ihn nur besiegen? Schwachsinniger Feigling! Nichts ist unbesiegbar! Wenn wir leben wollen, muss dieser Cenarius sterben! Ja, ist auch mal ein Statement. Nee, ja, jetzt hat der Kerl wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, jetzt haben die Orks hier erstmal das Blut gesoffen von dem, meine Hilfe. Wo sie sich eigentlich abkapseln wollten. Zumindest habe ich das irgendwie so in Erinnerung, dass die Orks irgendwie mit den, oder von der Brennenlegion schon mal benutzt wurden. Und dementsprechend wonach auch Welten euch? Verwüstet haben, zumindest das eine, Dingo. Oder versucht haben. Und eigentlich waren ja Thrall und der Clan, der bis jetzt hier, oder alle Clans, die bis hierher gekommen sind, überlebt noch eigentlich weg von dem Dämonenzeug. Aber ich glaube, da der gute Grom, sprich dieser hier, erstmal eine Ausnahme gemacht. Eine für sich oder so. Chaos-Peon. Der macht bestimmt noch Chaos-Schaden. Tja, schau, sag ich doch. Tja, das ist jetzt natürlich. Gut, ich meine, es hilft natürlich, den Typen kaputt zu machen. Hier den Baumknutscher. Ich meine Nachtelfen. Also Baumknutscher. Aber das ist halt so eine Sache. Chaos-Koro-Bestie. Aber da auch eine dabei? Ach da. Ach du Schande. Ja, die schauen alle ziemlich kaputt aus. Also nicht auf die Lebenspunkte bezogen, sondern auf irgendwelche Nebenwirkungen des Blutes bezogen. Ja, und die Trolle machen aber noch mit, was ich ziemlich cool finde. Aber die geht es ja alles nichts an, weil die waren ja niemals bei diesen, wie sagt man denn, bei diesen Korrumpierungsdingern. Dingern dabei. Genau. Mhm. Unheilige Raserei. Arztschwarm Stufe Prozent D erlernen. Prozent D war irgendwas bei Java, glaube ich. Aber gut. Ich höre den Ruf. Meister. Wetter, okay, die haben doch ordentlich Power dahinter. Was die Lebenspunkte angeht, aber ich habe immer noch nicht hier alles erforscht.
Na gut, macht nichts, wir sammeln uns hier. Und was? Was? Sehe ich das richtig? Der hält an und ich sag untätige Arbeiter und dann springt auf den Kerl. Ist ja lustig. Okay, du, reparier das Katapult. Du rekrutier mit das und den. Und du mach das da und das da. Und jenes hier sowieso. Ja, nimm neu mit. Komm, hohe Kosten, du kannst mich mal kreuzweise bei 6000 Gold, da geht jetzt los, ne? Oh. Verschwindet. Oh nein, die ist auch eine Balliste da unten. Los, lauf, lauf. So, hier, der ist dann schneller unterwegs, ne? Ah, für 60 Sekunden 70% schneller. Finde ich gut. Wo ist er denn? Wird er davon angeflitzt. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ja, Schaden macht er ordentlich. So, und hier. Du bist doch kein Arbeiter. Verarscht mich nicht. So, ja. Du, kann ich hier wieder mit der Shift-Taste verschiedene... Ah, ja. Kann ich wieder mehrere Projekte nacheinander gehen. Sehr schön. Was, wo? Brauchen wir Bauernhöfe? Nee, kann doch gar nicht sein. Hier. Kann ich auch hier? Ach nee, ging ja so. Okay. Ja, mehr Power, aber wieder wahrscheinlich in Richtung ewiger Verdammnis unterwegs. Wie kann ich dienlich sein? Jo, ich finde die Trolle waren richtig. Finde ich ehrlich gesagt momentan auch am coolsten eigentlich. So zumindest was hier diese Missionen angeht. Gewissen Charme haben die doch, behaupte ich jetzt einfach mal. So, jetzt machen wir hier aber erstmal ein bisschen, Platz. Kriegshäuptling, wonach sehnt ihr euch? Wir gehen. Ja, gehen wir da. Das komm, Dingo. Was soll's? Was machst du denn da? Du bist der Reparatur-Hans, du bleibst hier. Ihr drei solltet eigentlich mitgehen. Eieiei, immer gut, wenn genau keiner das macht, was ich sag. Ich höre den Ruf. So, genau, noch ein bisschen wieder. Und los, hochmarschieren, alles platt machen. Wir laden uns gerade selber ein. Forschung abgeschlossen. Alles kaputt machen, wo ist er? Ah, da ist er. Arbeit abgeschlossen. So, unsichtbar werden und das Ding da angreifen. Flitzt durch und zack. Zack und zack. Und perfekt. Unsere Stadt wird angegriffen. Oh ja, zu führt 4 gegen einen Turm. Ihr seid ja solche Badasses. Ich habe richtig Angst vor euch. Lowers macht ja alles kaputt. Was? Der ist ja schon fast kaputt. Macht ihn ja auch noch kaputt. Und zack. So, wie ihr mir. So, nee, wie ihr uns, so wie ihr euch. Und alles demolieren. Komm, jetzt hier. Jetzt anstellen. Komm hier, da. So wird das Schlimmste, wenn der hier gleich wieder neu ausbildet. Und zack, und zack, und bam. Arbeit abgeschlossen. Vor allem bam. Dann tritt sie hin und fliegt er voll aus dem Bild. Oder so ähnlich. Und zack, und hier. Das ist kein Arbeiter, oder hat ein Arbeiter gefressen und ich hab's denn mitbekommen? Obwohl, es geht ja, glaube ich, gar nicht. Oh nein! Da ist der Dingsbums. Die Dämonen haben gut gearbeitet. Ihr Kreaturen seid so tollkühn und blutgierig, wie sie es schon immer waren. Halt da die Klappe, was willst du eigentlich von mir? Die Orks sind frei, Halbgott! Das redet ihr euch selbst ein, ja? Was immer ihr glauben mögt, ihr seid nicht besser als der eklige Eiter, der durch eure Adern fließt. Aber das bin frei, würde ich... Verdammt! Der Halbgott ist gefallen. Die Warsong sind unschlagbar. Was? Oh, wir sind fertig. Sind wir fertig? Oh, wir sind fertig. Okay. Ich meine, wir sind fertig. Seid gegrüßt, Gormash. Manorot. Das kann nicht sein. Ich komme, um euch und eure Brüder heimzuholen. Zwar habt ihr Orks die brennende Legion schon einmal enttäuscht, doch nun werdet ihr uns wieder dienen. Nein. Wir sind frei. Dumme, jämmerliche Kreatur. Ich bin die Wut in euren Herzen.
Ich bin eure tollwütigen Gedanken. Ich gab euch die Macht, Chaos in die Welt zu tragen. Und bei der endlosen Leere, das werdet ihr. Ja, so schnell ist es mit der Freiheit wieder vorbei gewesen. Ob wir den Kerl auch besiegt hätten ohne dämonische Unterstützung? Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal. Aber gut. So schaut's aus. Ich glaube, Gaum ist erstmal. Ja, was ist mit ihm? Er ist nicht umgebracht worden. Aber so richtig Herr seiner eigenen Kraft. Nee, Kraft seiner eigenen Gedanken ist er. Nee, Herr seiner eigenen Gedanken ist er ja auch nicht mehr. Na ja, gut. Abwarten und schauen, was passiert.